Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier in dieser Folge ein Audioaufnahmetool präsentieren kann, Ocean Audio, mit dem Sie sehr einfach Audiospuren aufzeichnen, editieren und weiterverwenden können, zum Beispiel für Präsentationsformate in der digital gestützten Hochschullehre. Und warum tue ich das? Weil in den letzten Tagen die Kritik an Audacity sehr stark hörbar geworden ist. Und zwar ging hier mit einer Übernahme des Programms zunächst am Anfang des Jahres eine Welle durch die sozialen Netzwerke im Hinblick auf die Pläne des Unternehmens, Telemetriedaten von den Nutzerinnen zu erheben. Das Zweite, was jetzt dieser Tage für harsche Kritik sorgt, ist eine Änderung der Datenschutzbestimmungen, die es dem Unternehmen erlaubt, Daten von den PCs oder Macs der Nutzerinnen abzugreifen. Und besonders in der Linux-Community und in der Open-Source-Community für etwas und hörbare, spürbare Aufregung sorgt. Deshalb kann es durchaus angezeigt sein, Ocean Audio eine Chance zu geben. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute zeigen, wie Sie den Funktionsumfang des Programms so ausnutzen können, um den Effekt des Mehrspuren-Editings aus Audacity nach Ocean Audio hinüber zu retten. Das ist Ganze ist nicht trivial, da Ocean Audio zwar die Option des Merchings verschiedener Tracks erlaubt, allerdings nicht so komfortabel, wie Audacity das gestaltet. Ich möchte Ihnen aber die Sorge nehmen, dass das ein schwieriges Unterfangen sei und zeige Ihnen heute, wie Sie mit dieser Audacity-Alternative sehr gute Ergebnisse für die digital gestützte Hochschullehre erreichen können. Wundern Sie sich bitte nicht, dass ich heute Kopfhörer trage, das ist notwendig, damit ich mich dann selbst nicht im Echo mit aufzeichne, wenn ich hier die ersten Schritte tue. Vielleicht ganz kurz, das Programm Ocean Audio ist frei verfügbar. Ich verlinke die Quelle direkt unter dem Video in der Beschreibung. Sie können sich hier eine Windows-Variante ziehen oder ich zeige Ihnen mal, welche Varianten da sind. Wir haben also alle Betriebssysteme werden dadurch durch Ocean Audio unterstützt. Und die Einarbeitung in dieses Tool ist wirklich sehr einfach. Bevor ich jetzt weitergehe, würde ich sehr gern umstellen auf das komplette Desktop, das Sie gleich sehen werden und damit schon das Programm, das ich installiert habe, um Sie jetzt durch das Programm zu führen. Und bevor ich das tue, zeige ich Ihnen noch ganz schnell, dass ich das Desktop Audio jetzt für die Aufnahme aufziehen musste, damit Sie dann etwas hören aus dem tatsächlich von dem Programm. Und ich zeige Ihnen des Weiteren auch, jetzt minimiere ich das mal, zeige Ihnen des Weiteren auch, dass ich ein weiteres Tool verwende, nämlich VoiceMeeter. Das kennen Sie schon aus einem anderen Tutorial, mit dem ich mehr oder weniger mit diesem virtuellen Mischpult, das ist es wohl, lässt sich sehr einfach der Audio-Input steuern. Und das verwende ich mittlerweile standardmäßig für alle Anwendungen, ist aber jetzt irrelevant. Und Sie sehen jetzt hier die Programmoberfläche von Ocean Audio. Ganz hier oben zeige ich Ihnen an dieser Stelle, verbergen sich die Einstellungen. Ich schaue mal auf die ganz grundsätzlichen. Sie können hier die Systemsprache einstellen, Deutsch, Englisch, wie Sie möchten. Ich stelle jetzt auf ein helles Theme um. Ich weiß, das erfreut sich nicht größter Beliebtheit, aber ich mag es einfach. Insofern würde ich Sie bitten, damit in diesem Tutorial klarzukommen. Das Zweite, was Sie einstellen müssen, ist die Soundumgebung. Ich habe jetzt hier einmal als Playback-Device die Speakers-Headphones eingerichtet. Das heißt, dass ich tatsächlich über die Systemspeicherkarte den Ton auf den Ohren habe. Und als Aufnahmedevice das schon eben gezeigte VoiceMeeter. Ja, das sehen Sie hier nochmal. Hier können Sie aber alle anderen Mikrofone einstellen, die Sie in Ihrem System definiert haben. Achten Sie bitte darauf, dass Sie das tun, denn per Default sind hier das Systemdevice eingestellt. Und das wollen wir wahrscheinlich nicht. Gut,
Damit ist eigentlich alles Wesentliche schon gesagt und ich würde Ihnen jetzt sofort zeigen wollen, nicht wie Sie aufzeichnen, das ist trivial, aber wie Sie mit einem Mehrspuren-Editing umgehen können. Dazu legen Sie zunächst erstmal eine neue Spur an mit 48 Kilohertz, 32 Bits in Stereo und das wird unser Masterfile, an dem wir später arbeiten werden. Das wird nicht das zentrale Aufnahme-File sein, mit dem wir arbeiten. Dafür legen wir ein zweites an. Ich benutze jetzt mal den Shortcut Steuerung N. Ich lege jetzt hier ein zweites File an und in diesem File werden wir jetzt eine Audioaufnahme einsprechen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Podcast Last Not Least. Heute mit einer Sonderausgabe des Vergleichs zwischen Außenaudio und seinen Tracking- und Editing-Möglichkeiten im Hinblick auf die Kritik an Audacity. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören und bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. So, das ist die normale Audiospur, die wir jetzt gerade aufgezeichnet haben. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich diese anzuzeigen. Ganz interessant ist die Kombination aus Wave- und Spektralanalyse. Den Gesprächslinguistinnen unter uns muss ich nicht sagen, warum das attraktiv ist. Aber ich stelle mal zurück auf die Waveform und möchte Ihr Augenmerk lenken hier oben auf diesen Bereich. Das ist nämlich der Ansichtseditor und diese Funktion zoomt die komplette Aufnahme auf den Bildschirmausschnitt und ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz mal lasse jetzt mal ganz kurz die Aufnahme durchlaufen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Podcast Last Not Least. Heute mit einer Sonderausgabe des Vergleichs zwischen Außenaudio und seinen Tracking- und Editing-Möglichkeiten im Hinblick auf die Kritik an Audacity. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören und bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. So, das, was Sie jetzt gehört haben, ist simpel die Audiospur. Sie können das Ganze markieren. Sie sehen präzise die Timerangaben. Achten Sie nochmal drauf. Hier sehen Sie oben links in dem grün unterlegten Markierungsfeld die genaue Zeitangabe der Sekunden, die Sie hier erfassen. Und oben sehen Sie den fortlaufenden Timer für die Aufnahme. Das heißt, Sie können wunderbar präzise agieren und haben sofort an der Hand sehr schöne Editing-Tools im oberen Teil dieses Fensters, Lautstärkeanhebung, Normalisierung, Fade-in, Fade-out und so weiter und so fort. Einiges von den Tools werden wir vielleicht nachher noch brauchen, denn ich würde Ihnen jetzt gern zeigen, wie Sie mit einem so einen Audio-Input zum Beispiel ein Podcast-Intro bauen. Und dafür importieren wir ganz einfach eine MP3 via Track and Drop. Schauen uns die mal an und hören vor allen Dingen einmal rein. So, das sollten Sie kennen. Das ist das Intro von Lush Not Least. Wenn Sie es nicht kennen, haben Sie den Podcast noch nicht gehört, was mich ärgern würde. Sei es drum. Aber Sie sehen schon, das geht ungefähr bis hierher. Wir lassen das hier mal auständeln. So, also es läuft ungefähr 20 Sekunden, falls wir das noch nicht wussten. Und wir würden jetzt einmal diese Audiospur, das ist der Text, den wir gerade eingesprochen haben von Spur 2, in unser noch leeres Untitled 1 importieren. Und zwar mit Steuerung C, Steuerung V, also mit ganz herkömmlichen Shortcuts, die Sie kennen sollten. Und generieren dann am Eingang dieses Files eine Stille von, ich sage es jetzt mal, 15 Sekunden. Halt. 15 Sekunden. Und jetzt haben wir hier eine Pausefunktion und können dann in den Podcast hineinhören. Denn das ist ungefähr die Zeit, die wir brauchen, wenn Sie noch einmal auf diese Spur hinuntergehen. 15 Sekunden sind wir ungefähr hier. Ja, das ist ein bisschen viel. Da machen wir nochmal 3 Sekunden drauf. Sie sehen das jetzt hier, wenn ich das hier markiere, Sie machen nochmal 3 Sekunden drauf. Da haben Sie Ihre 3 Sekunden, kopieren, einfügen und jetzt stehen Sie hier bei 18 Sekunden. Ja, also es ist wirklich transparent für jeden, der schon mal ein bisschen mit Audio Editing gearbeitet hat, sehr leicht zu machen. Kopieren uns diese Spur bis hierher
Und jetzt der entscheidende Schritt, wie bekommen Sie die Spuren zusammen? Wir gehen ganz an den Anfang, gehen über Edit, Paste Special, denn darum geht es jetzt gerade hier. Und wir würden gern, das können Sie machen, den linken und rechten Audiokanal locken, hätten gern einen Overlap und würden gern from Clipboard, also aus der Zwischenablage, das Ganze einfügen und hätten jetzt hier den gemergten Track. Da hören wir mal kurz rein. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Podcast Löschen und Least. Sie sehen, das funktioniert wunderbar. Man könnte das jetzt vor- und zurück verschieben, man könnte die Lautstärke noch anpassen, reduzieren, aber darum geht es nicht. Ich möchte Ihnen nur illustrieren, dass Sie mit diesem Tool sehr, sehr gut arbeiten können. Und genau denselben Effekt werden wir mit dem Abschluss dieses Intros realisieren, indem wir uns diesen Teil kopieren. Und halt, Moment, wir wollen die Lautstärke nicht reduzieren. Wir kopieren diesen Teil und fügen ihn exakt an dieser Stelle ein. Halt, das war falsch. Wir müssen ihn mergen, also Paste Special, nicht einfach so einfügen. Und zwar mit Overlap. So, und dann hören wir uns das Ganze mal an, wie das klingt. Ihr Alexander Lasch. Natürlich nicht gut. Deswegen gehen wir nochmal einen Schritt zurück und fügen ihn hier ein. Sie sehen also, Sie können auch mit dem Probehören vor und zurück das Ganze sehr, sehr einfach steuern. Und Sie können dadurch, dass Sie auf einer dritten Spur sind, und das wäre wichtig, an Ihren Ausgangsdaten bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Gut, das lassen wir so und können natürlich dann auch an Ihren Ausgangsdaten nichts kaputt machen. Ja, also das heißt, deswegen bitte. Setzen Sie immer eine neue Spur, dann fügen Sie Ihr Material ein und kopieren aus Ihrem Material in die neue Spur. Gut, wie kommt das Ganze jetzt als MP3 zustande? Das ist wie bei Audacity denkbar einfach. Sie können das Ganze exportieren und haben hier eine ganze Reihe implementierter Codecs-Container, also Codecs, die Sie verwenden können. Ich hätte jetzt fast Codices gesagt. Abgesehen von RAW, also der unveränderten Aufnahmequalität, können Sie in WAV ablegen. Zum Beispiel auch ogg-vorbis, ein qualitativ sehr hochwertiges Format, das sehr stark, also sehr gut komprimieren kann. Und den Container, den Sie verwenden werden, ist der MPEG Audio Layer 3, kurz MP3 Container. Ich empfehle hier eine variable Bitrate. Und dann können Sie das Ganze abspeichern. Ich würde jetzt mal das Ganze auf den Desktop legen. Und das war's. Ja, jetzt hören wir noch mal rein, ob das Ganze da ist. Idealerweise. Ah. Hat jetzt noch die anderen Tags hinterlegt aus dem letzten Sommer. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Podcast Löschen und Least. Heute mit einer Sonderausgabe des Vergleichs zwischen Außenaudio. So, das war's. Ganz kurz gesprochen ist Außenaudio also eine tatsächlich gute Option und eine gute Alternative zur Audacity. Behalten Sie bitte die Diskussion um die Datenschutzerklärung und die Kritik an Audacity im Auge. Und wenn Sie der Meinung sind und Auffassung sind, dass Sie zu einem alternativen Programm wie OcenAudio wechseln wollen, dann hoffe ich, dass dieses Tutorial in der Reihe Tools Ihnen dabei helfen mag. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, gerne in die Kommentare unter diesem Video oder auf den sonst üblichen Kanälen Twitter oder in der Matrix. Ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und hoffe, Sie bleiben der Reihe und dem Kanal treu. Bis dahin, ciao.